Willkommen zurück zu System Shock 2. Ja, in dieser Folge werden wir erstmal noch ein bisschen hier die medizinische Station untersuchen und versuchen, den Aufzug zum Laufen zu bringen. Und wie ihr es hier schon wahrscheinlich seht, habe ich das Interface ein bisschen größer gemacht. Danke an den einen Typen, ich habe gerade den Namen vergessen, der mir da Tipp gegeben hat unter der letzten Folge, glaube ich. Wann ich diese Folge hochladen werde, weiß ich gar nicht. Entweder heute, also am Sonntag, oder am Montag, da ich ja noch andere Projekte habe und das hier ja so eher so ein Nebenprojekt sein sollte. Wird das ein bisschen unregelmäßig hochladen, aber ich hoffe, das stört nicht so derbe. So, ja, wenn das Interface stört, dann sagt zwar eben Bescheid, aber ich denke mal, das ist vielleicht besser, dann könnt ihr was mehr sehen, weil ich das Spiel ja in Full HD aufnehme, aber nur in HD rendere, deswegen ist das ein bisschen doof. Ja, und ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir hier in diesem Chemieraum alles mitnehmen sollen. Fermium, den meisten Scheiß kenne ich gar nicht, Iridium kenne ich, Osmium. Kalifornium, hä? Hat einer ein Element nach Kalifornien benannt? Ja, egal, wir rennen erstmal hier hin. Ich höre wieder irgendwen. Ah! Komm her! Du Drecksack! Stirb! Ah! Oh, na! Wo ist er gespawnt? Wo kommt der denn her? Richtig! Aua! Scheiße! Boah, der ist einfach hinter der Ecke gespawnt. Das hasse ich ja. Ich hasse unglaublich derbe Spiele, die mir, ich glaube, Organe brauchen wir gar nicht so viele. Spiele, die mir irgendwelche Deppen noch hier hinsetzen, die ich überhaupt nicht brauche. Die einfach die ganz plötzlich hinter der Ecke auftauchen, das geht ja gar nicht. So, hier sind wir. Müssen wir hier. Ach, da ist die Ladestation. Müssen wir noch die Batterie aufladen. So, aber. Kommen wir jetzt mal hierher oder woher? Ja, ich glaube, hier erstmal, oder? Runter. Ich sollte aber erstmal noch eine Spritze nehmen. Ich habe da sicher hier was. Ja. Nicht mehr so viel Leben. Was eigentlich mit der Topfpflanze? Können wir die essen? Oder so? Nein, anscheinend nicht. Unerforschtes Objekt. Ja, die Organe, so wie ich das gesehen habe, brauchen wir davon eh nur eins. Schwupps. Ablenkungsmanöver. Wirf ein Organ auf den Boden. Entladen. Ja, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so viele Pistolen. Hauptsache, wir haben ordentlich Muni. Ich kann ja eh noch keine Pistolen benutzen, also ist das... Sind die momentan eh useless? So... Bevor ich hier weitergehe, gucke ich mir erstmal nicht, dass hier noch irgendwelche Mutanten rumlungern. Ah, Schnaps ist. Wodka. Gut. Wodka sein gut. Was? Nein! Oh! Uah. Was öffnet sich denn da? Ich komme erstmal hier diese. Oh, Sarah-Module und Naniten. Ja. Alles aufgeladen. So, wo bin ich denn jetzt hier? Was sind das hier für. Nein, das sind wieder hier Geschütztürme. Och Mensch, muss das sein? Kann ich die vielleicht ausschalten? Moment. Zack. Bist du kaputt? Bist du kaputt? Hm. Ey, das bringt sogar wirklich was. Ich glaube, ich schieße mal so lange, bis er wirklich endlich mal kaputt ist hier, so ein Drecksteil. Ich kann ja mit dem Schraubschlüssel nicht viel anrichten bei den Teilen. Ja. Ist das hier noch einmal? Los. Ja. Cool, da ist ja noch einer, aber ich glaube, den werde ich jetzt nicht zocken. Ich werde einfach mal hierher rennen. Boah. Ich kann hier sogar her. Heftig. Nein! Boah. Das war knapp. Soll ich jetzt mal... Oh, dass der nach oben schießen kann. Wette ich mit. Hier bin ich. Deswegen speichern. Lauf erstmal hierher. So, jetzt können wir endlich diesen einen Bereich aufsuchen, der uns ja verwehrt geblieben ist, weil unsere Batterie nicht aufgeladen war. Aber erstmal trinke ich mir noch einen ordentlichen Schluck Wodka. Wo ist der? Sehr starker Wodka ist das sogar. So, wo müssen wir nochmal her? Ich habe wieder irgendwelche Viecher. Oh Gott, ich kriege ja wieder hier total die Panne, ey. Ich das hier höre. Nein, hier sind wir falsch. Wo muss ich nochmal hin? Scheiße. Ich glaube, das war hier oben, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich höre hier doch irgendetwas. Aber von wo kommt das? Die können ja jetzt anscheinend überall spawnen, wenn ich das hier so richtig verstanden habe im Spiel. Das sowas hasse ich ja ungemein. Wie ich das eben schon erwähnt habe. Hoffentlich. Oh Mann. Oft genug. Scheiße. Wenn hier einer ankommt, dann schreie ich. Ich schreie. So laut wie ich kann. Hier ist die Kamera, die wir kaputt gemacht haben. Und ne, keiner mehr da. Gut. Gut, gut. Nur noch die Leiche hier. Die haben wir aber auch schon ausgeräumt. Aufgeladene Batterie. Friss das hier.
Jawohl. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ich sende die Cybermodule. Was, wir haben Cybermodule bekommen? Das ist ja cool. Hey, wie viel haben wir jetzt? 10. Oh, geil. Können wir uns endlich mal was kaufen, wie zum Beispiel Hacken oder sowas. So, jetzt müssen wir hier anscheinend durch. Okay. Ich hoffe, das bringt auch was. Nicht, dass wir jetzt hier sonst wo landen. Wo sind wir denn jetzt? Unterer Bereich. Auch auf der Medi-Station immer noch. Gut, Sie sind im Sanitätsbereich. Finden Sie jetzt Grassi und besorgen Sie sich die Zugangskarte für den Besatzungsbereich. Er hat Ihren Kryoschlaf überwacht und will sich Ihnen vielleicht anschließen, falls er nicht schon abgeschlachtet wurde. Toll, wenn er nicht schon abgeschlachtet wurde. Du bist ja zuversichtlich. Ich höre hier wieder irgendwelche... Wir sind. Ich krieg da ja auch keine Albträume von, wenn ich mir so einen Scheiß reinziehe woll. Da ist er doch! Was ist das hier, Junge? Zack! Ich mit mir, Freundchen. Weg mit dem Tal hier. So, ich glaube, das sollten wir nicht kaputt machen. Leben und Colaflasche. Ich wundere mich die ganze Zeit, ob da noch einer ist oder ob ich da was ich da höre eigentlich. Das macht das Spiel aber anscheinend auch aus. Zug vom Computer, Zugangskarten. Um Türen zu öffnen, benötigt man oft eine Zugangskarte, nicht ehrlich. Da sagst du was. Ein Fenster. Oh Gott. Ich glaube, ich schaue mich jetzt mal in den anderen Bereich um, da höre ich wieder Stimmen. Wie schnell ich rennen kann, heftig. Nein, ich höre Affen. Betritt Sanitätsbereich A. Eindringling, die Masse muss wissen, was sie vorhaben. Sind sie mit ihr verbündet? Kennen sie denn ihre Ziele und ihre Geschichte nicht? Sie versuchte einst, ihre Gattung zu vernichten. Und jetzt gehorchen sie ihr. Eindringling betritt Sanitätsbereich A. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt hier weg? Und ich höre Affen. Nein! Aber hier liegt nur ein toter Affe. Ich hoffe mal, das ist nicht der hier. Wo? Wo ist der Affe? Da oben? Oh nein, sag nicht, dass ihr aus der auf den Lüftungsschächten kommen. Oh Gott. Jetzt krieg ich aber Schiss. Oh Mann, oh Mann. Leiche durchsuchen. Das kann ich irgendwie nicht kaputt machen. Oder die sind unter uns, das kann auch sein. Redundante Software installiert. Oh, neues Audio. Log, wo? Affen, ey. Ich klicke hier noch ein Kasper, ey. Moment. Erstmal wollen wir Audio-Logs hier. Das Audio-Log machen hier. Oh, Chemikalienliste. Haben wir es noch nicht durchgemacht? Ach, das ist hier nur die Liste. Okay. Ja, es ist uninteressant. Angela, es mag zwar so aussehen, als ob die Laboraffen miteinander kommunizieren, aber ich versichere Ihnen, das ist unmöglich. Sie behaupten, dass ein Affe per Handzeichen einem anderen den Code für einen Vorratsraum mitteilte und dass jener Affe ihn dann öffnete. Wie Sie sicherlich wissen, wurden Zehntausende von Studien betreffs der Intelligenz von Primaten durchgeführt und es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass diese ein auch nur annähernd zu komplexes Verhalten an den Tag legen. Also haben Sie entweder ganz allein bewiesen, dass alle Verhaltensforscher sich geirrt haben oder Sie brauchen ganz dringend Urlaub. Das kann natürlich auch sein. Ich höre auch die ganze Zeit Affen. Und wenn die wirklich so schlau sein können, wie die meint, die Olle, dann... Oh Gott, dann ist alles vorbei hier. Alarmdämpfung habe ich hier nicht... Hä? Wieso habe ich hier nicht meine komische Fähigkeit, wie heißt sie jetzt nochmal? Ziehen. Habe ich die gar nicht mehr? Auch Mensch, da muss ich da rüber springen, ob ich das schaffe. Kamikaze! So, 10 Naniten, dafür hat es sich gelohnt. Und ich wette, da unten sind Affen. Wo ist da ein Affe? Ich glaube, wir gehen lieber mal hierher. Oh, die Geräusche machen mich bekloppt. Es kann ja zu jeder Zeit irgendein Scheiß auf uns lauern. Affen. Oh, ich höre irgendwas. Sieht irgendwie ein... Nein! Ich wusste es doch, scheiße. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Schnell hier rein, ey. Hier sind wahrscheinlich die Affen. Wo? Da vorne. Oh Gott. Nein. Der kann ja Psy. Scheiße. Ach du Kacke, der wirft ja wirklich mit blauen Bällen. Affen haben sich den Menschen unterzuordnen. Nenn ich auf dem Planet der Affen hier, oder? Also, im Speichern. Affe, komm her. Komm her. Komm her, los, komm. Ich hab eine Banane. Er will aber nicht. Hier bin ich. Das sind zwei Affen. Scheiße. Ach du Kacke. Guck, ob ich den treffe.
Ist das hier, du Dreckiger? Jawohl. Den einen will ich aber eine überbraten. Komm her. Ich habe eine Banane. Ich habe zwei Bananen. Zack. Nein. Der macht ja voll viel Schaden. Heftig. Boah, der hat mir 4 abgezogen. Ich glaube, jetzt muss ich mir noch eine derbe Spritze reinpfeifen hier. Mega krank hier. Mega crank. So. Jetzt bin ich ja wütend. Oh, der hat sogar was dabei. Unerforschtes Objekt. Oh. Jetzt habe ich wieder so ein Organ gefunden. Und Chips. Oh ja, lecker. Zieh mir rein. Ja, aber ob das jetzt hier was bringt, diese Sachen zu erforschen, müssen wir... Wir können das ja mal später machen. Ein bisschen was auf Forschung, in Forschung investieren. Erstmal hier. Die meisten chirurgischen Einheiten an Bord dienen nur zum Erkennen von Krankheiten. Wenn Sie aber einen Aktivierungsschlüssel mit einer chirurgischen Einheit verbinden, können Sie von allen Schäden geheilt werden. Leider sind diese Schlüssel schwer zu finden. Oh, diese Einheit, so eine Einheit haben wir eben gefunden, glaube ich. Oh, jetzt habe ich sie... Oder nee, jetzt haben wir 5 Naniten benutzt. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was passiert ist. Egal. Spritze und Audiolog. Oder können wir hier ran? Ne, hier können wir nicht ran. Aber das können wir kaputt machen, ne? Ja! Geil! Unsere Wut an, nicht an den Affen auslassen, aber an den Sachen hier, die hier rumstehen. Lüftedefekt. Ich kriege keinen Kontakt mit den Leuten auf dem Technikdeck. Da die Aufzüge defekt sind, muss ich durch den Notschacht im Wissenschaftsbereich runter. Ich glaube, der Zugangscode befindet sich im Labor von Watts. Okay, ja, wenn wir uns da mal umsehen. Okay, da ist direkt dieses scheiß Teil da. Das von hier aus plätten. Nein! Scheiße! Ah. Sind wieder verkalkuliert. Ich glaube, wir gehen erstmal woanders her. Nämlich hier. Ach, ich hätte auch hier durch das Fenster gehen können. Ich bin doch doof. So, da vorne war ja nichts. Ich würde aber doch gerne mal unsere Psi... unsere... Wie heißen die Punkte? Psi-Punkte einfach nur. Okay. Psi-Punkte aufladen. Wo habe ich die? Da. Alles klar. 42 Leben, das ist ja, hört sich doch mal gut an. Oh Gott, aber die Musik hier wieder. Crew Quarters. Komm ich da nicht her? Zugang erforderlich. Ah, okay, ja, kein Problem. Dann eben nicht. So, jetzt höre ich ja wieder wahrscheinlich die Stimmen hier. Und Affen! Ich höre hier wieder Affen. Psionische Kräfte einsetzen können 3 Dinge passieren. Sie können sie mit Normalkraft einsetzen, sie können sie mit Überlaststärke einsetzen oder sie können durchbrennen. Oh, hier haben wir wieder so ein Rekonstruktionsgerät. Cool. Für den Fall, dass wir hier wieder abknüppeln. Das heißt hier wieder, wir sind noch nicht abknüppelt, aber... Okay, doch einmal. Aber da hatte ich noch nicht so ein Gerät aktiviert. Das hört sich an wie hier... Boah, wenn T3 redet bei Star Wars. Wartet mal, kann das sein, dass wir auch einfach so schießen können? Wir können auch so schießen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir müssten immer mit dem gelben Bereich treffen. Sie werden vielleicht einige seltsame Phänomene erleben. Ihr Interface der Klasse R hat experimentelle Wahrnehmungsverstärker, die theoretisch psychische Restemanationen entdecken können. Diese Emanationen stammen meist von kürzlich Verstorbenen. Im Volksmund würde man das als Geister bezeichnen. Ich würde das selbsthypnotische Defekte in den Einheiten der Klasse R nennen. Lassen Sie sich dadurch nicht von Ihrem Auftrag abhalten. Ich wusste doch, dass wir Geister sehen. Scheiße, also spinne ich doch nicht. Also liegt das nur an unseren Cyberimplantaten? Okay, das ist... Naja. Jetzt haben wir mal wenigstens eine Funktion von den Teilen gefunden. Hier geht sogar das Licht an für uns. Oh, geil. Oder auch nicht geil. Ha, süßer. Aufs Maul. Jetzt geht das ja viel einfacher. Oh, Mann, ey. Wo? Scheiße, wo ist eine Kamera? Ach, du Kacke. Ich gar nicht gesehen. Wo ist die verkackte Kamera? Nein, sind die Affen. Da und da oben hinten ist die Kamera. Ach so. Komm her. Aua. Nein, lass mich. So ein scheiß Affe. Nein. Komm doch her, ich will nicht zu viel. Hört sich an wie ein Gorilla, ey. Aua. Dreckstück. So, wo ist diese verkackte Kamera? Jawohl. Ich habe hier noch mehr Affen. Oh Gott, das macht mich total beknackt. Ah, wir haben noch hier Leben. Super, und der hat noch Cola da. Wozu brauchen Hybriden Cola? Und können Affen eigentlich Türen öffnen? Das frage ich mich gerade. Weil ich total Schiss bekomme, dass sie mich hier noch finden. Da ist einer.
Nein! Ah! Dreckstück von einem Affen. Zack! So geht das hier. Ich bin der Überaffe hier. Keiner stellt sich mir im Weg, aber ich höre immer noch einen Affen. Da hinten! Das sieht mich anscheinend gerade nicht. Jetzt aber... Ah! Scheißteil! Könnte mich doch einfach nicht abschießen, ey. Cola ein bisschen trinken. Hilft vielleicht. Gegen den Herzschmerz. Ich liebe... Eigentlich sind Affen meine Lieblingstiere, aber... Oh, könnte sein, dass hier irgendwie Strahlung ist. Da. Ich höre die ganze Zeit so ein... wie heißt das nochmal? Galometer? Nein. Ach, Kacke. Ich habe vergessen, wie das Teil heißt. Das Messgerät für Radioaktivität. Oder für radioaktive Strahlung. Vielleicht sollten wir mal so eine Spritze nehmen. Antistrahlungsserum. Zur Vorsicht. Momentan muss keine Strahlung entfernt werden. Ach, das ist nur zum Strahlung entfernen. Ach so. Okay. Boah, ich dachte, da wäre einer. Run. Nee, das muss jetzt nicht sein. Ich höre wieder Affen. Meine Fresse, ich höre die ganze Zeit nur Affen. So, vielleicht gehen wir erstmal hier rein. Da ist aber Strahlung. Strahlungsgefahr. Okay, hier sind anscheinend irgendwie in bestimmten Bereichen... Nur. Scheiße! Boah, kriegen wir Strahlung drauf. Aua! Jetzt ist die Strahlung wieder weg. Hä? Oh Mann! Oh, das hilft mir ja ziemlich viel. Oh, da kriege ich ja noch mehr Schreckmomente. Wenn nicht gerade ein Affe um die Ecke kommt, kriege ich so ein Bäb. Wie so ein Stromschlag ist das ja. Und kriege ich durch eine Cola-Dose immer nur einen Punkt regeneriert? Das ist ja lame. Ach Mensch, es muss doch ein bisschen besser gehen. So. Ich würde gerne mal irgendwas hier erkunden oder erforschen. Aber leider geht das ja nicht. Bitte korrekte Chemikalie einführen. Chemikalie. Toll. Um etwas zu erforschen, ja. Wir müssen unsere Fähigkeiten mal aufpeppen. Können wir das hier nicht irgendwo auf der Ebene? Intensivstation Biopsie. Da ist, was ist das? Keine Ahnung. Chemikalienwiederbelebung, bla bla bla. Upgrade-Einheit. Sehe ich hier überhaupt nicht. Vielleicht. Ach, ich gehe erstmal weiter hier. Und wieso kann ich hier was eingeben? Ich will hier raus. So. Mal speichern. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen langsam vorgehe, aber ich bin immer übervorsichtig. Zugriff auf Computer. Hacken können wir ja auf jeden Fall. Hier spricht Xerxes. Warum beharrst du auf deiner Reise? Nein! Ja, ach du Scheiße! Scheiße, Mann. Nein! Junge, verpiss dich! Alten! Schieß sie mich einfach hier ab, ey. Beknackte Säcke. Meine Fresse, als ob ich hier unendlich viele Serumspritzen hätte. Jetzt ohne Scheiß. Sind wertvoll. Defekt. Toll. Dafür habe ich Naniten. Kann ich das Teil hier wenigstens verkaufen? Zum Verändern. Reparieren. Reparieren kann ich auch nicht. Mit dem Scheißteil. Ich brauche doch keine Schrotflinte. Meinen Schraubschlüssel. Aber mega kacke, wie die einfach um die Ecke rennen. Ach ja, hier spricht Xerxes. Leg mich erstmal Xerxes ab. Panzerungen schützen sie sowohl vor Schäden als auch gegen Umwelteinwirkung. Finden wir hier eine Panzerung? Bitte, eine Panzerung. Ja! Das ist ja mal geil. Super! Wir haben eine leichte Kampfpanzerung gefunden. Coole Sache. Vor allem gegen die Affen ist das vielleicht ganz gut. Und allgemein gegen Schmerzen. Haben wir noch eine Cola-Flasche? Ich habe ja gar keine Cola mehr. Mich halt eine Spritze. Ich wette, wenn ich hier runterkomme, ist mein ganzer Arm voll mit Stichen und dann denken alle, ich wäre ein Drogi. Oh, da hinten ist so ein Scheiß. Energy Supply, okay. Geh kaputt. Was? Wo ist ein Affe? Oh Gott. Ich höre Affe und gleichzeitig noch... Oh Mann. Und hinter uns ist keiner, oder? Gut. Ich höre Affen und gleichzeitig Geschütztürme. Das macht mich total beknackt. So, wir könnten einfach da durchrennen. Können wir probieren. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Kampfpanzerung. Aber ich höre auch einen Affe. Scheiße. Nein. Gar keine Psychkraft mehr. Nein. Alter, hier. Wow. Verpiss dich! Wieso könnt ihr eigentlich
eigentlich Kyrokinese anwenden, wie ich. Geht ja gar nicht klar. So, ich lenke ihn einfach nach da, da. Oh, dann renne ich hierher. Wo ist die Kamera? Wow. Ist knapp hier. So, Kamera, komm her. Komm her. Nein! Scheiße, wurde entdeckt. Das darf ich natürlich nicht zulassen. So. So läuft es doch. Einfach mal jetzt hier speichern. Ja. Klasse. Das ist sehr geschafft, aber ich weiß jetzt nicht, ob hier... Oh, ein Behälter? Ah, Spritze, geil. Ich sollte mich ja einfach mal ein bisschen öfter heilen. Ich habe nämlich dann immer Schiss. Schon bei 35 habe ich Schiss, dass ich gemeuchelt werde. Oh, die Spritze hat jetzt aber ordentlich viel Leben gegeben. So, ist hier noch wer? Was ist das? Regentropfen? Ah! Im Vergleich zu einem Gewitter. Was ist das? Zu einem Geist. Unsere Einheit ist voller Wunder, die eure winzige Individualität nicht einmal erahnen kann. Hört auf, aus meinem Kopf! Oh Gott, ich glaube, wir sind ja in dem Kollektivgrad drin von den Hybriden. Scheiße. Ah, wie konnte das denn passieren? Ich dachte, das geht nur durch deren, weiß ich nicht, durch deren Organe oder sowas. Dass sie das Kollektiv hier machen können. Aber hier, was ist das denn hier? High Radiation Area. Wollen wir hier rein? Waren wir hier nicht schon mal? Weiß ich gar nicht. Wir können einfach das Gas hier freisetzen und uns umbringen. Geht nicht, okay. Glück gehabt. Ne, keine Ahnung. Was sollte denn der Scheiß? Boah. Solche kollektiven Bewusstseine reinzugehen, ist mega kacke, weil man dann einfach aufgeschmissen ist. Und es auch gleichzeitig total gruselig ist. Und ich frage mich gerade, ob ich hier runtergehen soll. Ja, okay, ich gehe einfach runter. Zugangskarte, ja! Eine Zugangskarte bekommen. Gut gemacht. Hier sind weitere Cybermodule. Überlegen Sie sich gut, wofür Sie sie verwenden, denn sie sind schwer zu finden. Kannst du dich mal ein bisschen normaler melden, einfach nur als einfach nur zu reden direkt? Wie, hallo, wie geht es dir? Ich weiß, es ist ja schon schwierig, hier rumzugehen und so. Und alle fertig zu machen mit deinem geilen Schraubschlüssel, aber trotzdem. Ach ja, ich würde dir ja so gerne helfen, aber ich habe mich irgendwo verkrochen. Wenigstens mag schöne Worte an mich richten oder sowas. Ach Mensch. Patient Watson. Patient Watson starb um 02:40 aus unbekannten Gründen. Obwohl Atmung und Hirnfunktion ausgesetzt haben, zeigt der Körper und ebenso der Parasit noch autonome Bewegungsfunktionen. Um 08:47 sprach der Patient sogar noch mit einer Krankenschwester. Die Autopsie soll um 16:30 stattfinden und dann werden wir wissen, was in diesem Lazarus steckt. Was ist denn Lazarus? Ich kenne den Begriff gar nicht. 20 Nanoliter. Und auch irgendeine Spritze. Okay, es hört sich ziemlich komisch an, als ob die jetzt alle eigentlich schon tot sind. Aua! Wieso bin ich hier runtergefallen? Hallo? Halt doch mal den Scheiß fest. Oh, na toll, jetzt habe ich hier die ganzen Sachen wieder. Ah, Kacke. Das hatte ich aber schon, ja. Ja, als ob das... Als ob die alle tot wären und nur durch die Verbindung mit dem Kollektiv leben können oder gesteuert werden. Er erinnert mich auch immer wieder an die Borg oder für Leute, die das nicht so kennen, Star Trek, an, wenn jemand den Film von Captain Buzz Lightyear kennt, dann weiß jemand vielleicht, wovon ich rede. Das sind ja diese grünen Viecher, wie heißen sie? Ach, ich weiß gar nicht. Im Toy Story Film, das sind ja diese quietschigen Teile und die sind auch in einem Kollektiv verbunden, also in dem Film. In dem ersten Buzz Lightyear Film, nicht in dem Toy Story Film. Obwohl, da sieht man das ja auch schon. Die Hand oder die Kralle. Ah. So, hier waren wir ja eigentlich schon, aber... Ne, hier waren wir eigentlich nicht. Ich höre irgendwen. Komm her! Ah, wo geil! Wo sind denn alle? Wow. Soll das ein Witz sein? Hallo? 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 Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon genug aufgenommen. Und ja... ich hoffe, euch hat der Part gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann hier weitermachen in der High Radiation Area und hoffentlich mal den Fahrstuhl dann zum Laufen bekommen und unsere Upgrade-Punkte benutzen. Wir haben jetzt schon 17 Cyber-Module. Da können wir uns ordentlich was kaufen für. Ja. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Teilt ihn mit euren Freunden, wenn ihr den wirklich geil fandet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Ja, bis dann.
Ciao.